Weiter geht's mit Assassin's Creed Rogue. Lasst uns ein Schiff entern. Aua. Komm du mir her, du. Ah, ich kann immer noch Konter. Ja, Ketten machen. Das mache ich schon ganz alleine hier, ey. Wer hat wohl gelacht? Ich kann Geld bekommen? Geld! Das ist auch neu. Ausschlachten. Das ist mir neu. Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja. François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande, Shay. Sie entkamen einem harten Los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Aber Haiti ist doch französisch, nicht? Na, ist es. Und hier helfen die Assassinen König Ludwig. Aber auf Haiti halten die Franzosen die Sklaven, welche die Assassinen befreien. Ist das der Ort? Ich sehe nichts als Fischer und Netze. Ei, Percé und Fischfang gehen Hand in Hand. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Na, wenn du meinst. Ihr dockt jetzt aber schon auf. Ah, ne? Leute? Captain Ruder! Sollt andocken. Wow, Fortschritt, Sammelobjekte, Truhen, Fortschritt, Fortschritt. Was ist mit dem Fortschritt benötigt? Muss ich ein Templer sein oder was? Anscheinend muss ich hier ein Templer sein. Tschüss. Ich glaube, das wird nichts diese Woche hier mit Templer werden. Was darf es denn heute sein? So. Rumpf verbessern. Und Kanonen verbessern. Da werden immer mehr Luken bereit gemacht dann, oder wie? Mehr darf ich mir natürlich nicht leisten. Hesseböö. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Ja, ist gut. Ich will aber wenigstens einen Aussichtspunkt hier haben. Was ist denn hier für ein Diamant? Was ist das denn? Wohlstand? Einkünfte an Geld und irgendwas, wisst? Hier sind aber Templer. Templer uncool. Boah, kalt. Schnee.
Kiste, wo ist die Kiste? Ernsthaft, wo ist die Kiste? Junge? Du kannst da schon hochlaufen, ne? Da ist die Kiste. Bleib mal noch ein bisschen hier. Was für ein Wohlstandteil. Also macht Geld und... Wird mir natürlich nicht nur mal angezeigt. Muss ich also meinen Part dann nachlesen. Okay, was haben wir hier? Das ist noch ein Schiff, Meister. Wie kann ich zu Diensten sein? Ja. Ist auch. Vielleicht später. Vielleicht. Ich glaube, hier ist eine Taverne, die scheint irgendwie abgeschlossen zu sein. Oder? Oder auch nicht. Aber es scheint nichts für mich zu geben. J'aimerais bien qu'il se dépêche de valider ma mutation à Saint-Domingue. Wie komme ich an den Außenpunkt? Du gehst doch mal hier lang. Okay, dann geh mal übers Dach. Hallo, übers Dach habe ich gesagt. Und schon haben wir uns bei den Templern eingeschlichen. Ich liebe es, ein Assassine zu sein. Nein. Jay, was machst du jetzt schon wieder? Also manchmal verstehe ich meinen Assassinen einfach nicht von dem, was er macht. Okay, das sind eine Menge Templer. Haussymbol, das könnte was sein. Da ist irgendwo eine Kiste. Da unten. Da ist eine Kiste. Das ist cool. Halt! Okay, das lief nicht so, wie er hofft. Where? Ach nö, nicht schon wieder Granaten. Genau, lauf rein! Du bist schlau, Junge. Nicht. Du bist tot. Oder auch nicht. Geh sterben. Tschiesch. Ich glaube, ich sollte hier wirklich noch nicht sein. Die scheinen mir ein bisschen stark für mich. Lad doch mal nach. Hier war irgendwie was, aber das kann ich anscheinend noch nicht machen.
Aber ich kann mir hier Kisten holen. Wie zum Beispiel diese hier. Und die dort unten. Ja. So, meine Kiste. Und ab aufs Schiff. Bien sûr, le chasseur erwartet uns. Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Jeden Zollsegel! Vor allem die kleineren Leute, also die weiter unten, die haben das einfach gar nicht mitbekommen. Dass ich da oben geballert habe und die anderen Meute umgebracht habe. Da kommen die Fischer von Persei. Das hat die einfach nicht interessiert. Feindschiffe! Sie versenken die Fischerboote. Die glauben, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Die Feiglinge müssen zahlen. Und was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg nach Anticosti. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Shay. Wunder gibt's immer wieder. Wunder gibt's immer wieder. Feuer! Schwerer Brecher von Steuerbord! Das Steuer, Shay! Geht so schnell! Hebt den Wind nach! Feuer! Ihr Segel! Alles! Meldung, was ist passiert? Getroffen! Feuer! Schnell, Salven können uns versenken, Jay! Auf euer Zeichen! Feuer! Macht kaputt! Leichte Beute, Captain Corbett! Passt auf, Captain! Feuer! Kein Gegner für uns, Captain! Macht kaputt! Ich mach kaputt hier! Feuer! Ich mach kaputt hier! Feuer! Ja. Feuer! Die Segel einholen! Feuer! Ja, komm! Und das Ding kapern wir. Hoppala. Runter mit ihnen. Ich habe ja noch keine Kanonen hier hin. Ich kann nur manuelles Entern machen. Ah, ich kann sie abballern. Wie sind wir? Ich kann Explosionen machen. Habe ich nicht immer nur zwei Fässer? Oh well. Versuch's gar nicht erst, Junge. Okay, diesmal reparieren wir. Wie er da rumläuft. Jojo. Das macht ihr gut. Jojo. Immer weiter so. Jetzt mal ernsthaft. Dann fahren wir fort. Wir sind jetzt nicht mehr weit von Anticosti entfernt. Wird euer Freund der Spion auf uns warten? Ja. Hoppala. Ich hoffe, le Chasseur hat mehr Informationen über das Manuskript. Vielleicht hat er schon alles für uns herausgefunden. Und ich bin der Kaiser von Rom. Ave Caesar. Salzluft, freier Himmel. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Meint ihr nicht auch, Liam? Wir sind aus wichtigem Grund hier, Shay. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Was ist das denn, Liam? Die leben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden, statt um sie herumzuschleichen.
mörderische Bastarde, die die Welt und alles darin beherrschen wollen. Vergesst das nicht. Und wir haben natürlich nichts mit ihnen gemein. Da-di-da-di-da. Die wären auch so untergegangen. Der Wind verheißt Ärger, Captain Cormac. Alle Segel, sie verträgt das. Naja. Ich habe ihnen einen Gefallen getan oder sowas in der Art. Antikosti, Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Ständig Templer werden. Also, das ist der Unterschied zwischen dem Teil hier und Black Flag. Du bist Templer. Wir zerstören Segelreffen! Leg dort an, Captain. Wir sind auf Antikosti angekommen. Dann gehen wir mal eine Runde quatschen. Schon Sammlerberg 1000. Der Rum hier ist furchtbar. Zeig mal her. Das ist kein Rum. Das ist Ude. Ude, was? Ah. Das ist kein Rum, das ist Ude wie. Hä? Whisky. Ach Mensch, der Schritt macht Spaß. Im Milch habe ich das immer noch nicht ganz rausbekommen, wie ich das mache. Halt die Schnauze und hab einen Headshot. Okay, du darfst leben. Ich bin gerade so nett. Also das hier ist schon eher wieder mein Stil hier an Assassin's Creed. Irgendwie... Unity ist schön und so, aber irgendwie wurde ich mit Unity nicht so ganz warm. Hinter euch. Frag dich, warum hier so viele Royal Navy Schiffe sind. Weil irgendwo französische Schiffe auf sie warten. Oh Gott, diese Logik. Oh Gott, was ne Logik, ey. Nun, Louis. Was ne Logik. Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgebaut. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, so wie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Roastbeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay, wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. Naja, whatever. Oh, das ist zusätzlich sogar noch geschafft, wo es dich kannte. So.
gibt noch ein bisschen was zu erledigen. Wieder ein Sniper. Junge. Hab Headshot. Mit Zeitlupe sogar. So, graben. Was ist hier wohl sonst noch? Moment mal. Was ist doch hier so eine Knarre dabei? Nee, ich will nicht den Tönnitz, ich will die Knarre. Unentschieden, aber ich habe gewonnen. Es gab ein Unentschieden, aber ich habe gewonnen. Weil ich lebe noch. Eher nicht. Alter Shay, ich will doch nur noch den Aussichtspunkt haben. Bevor wir beenden. Was denn so viel verlangt? Ist doch hier Super Assassine. So, Aussichtspunkt. Perfekter Ort zum Part beenden. Bis zum nächsten Mal räume ich da mal hier die Insel leer. Ich hole mir das Shanti, die Kisten, den Wohlstand. Aber wenn es Interessantes gibt, dann lasse ich das übrig. Naja, bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.